Erinnert ihr euch noch dran, was ich letzten Monat gesagt habe? Ja, das war's dann auch schon für mein Neuzugänger-Video im April. Das für den Mai wird auf keinen Fall so groß ausfallen, wenn ich mir überhaupt ein Buch kaufe. Das wäre schon, ja, ein Wunder. Kein Kommentar. Ja, ich war in London und es hat mich überkommen und ich habe mir 6 Bücher gekauft und eigentlich wollte ich gar kein Buch kaufen. Aber naja, es läuft nicht immer alles nach Plan. Denn wir haben so eine große, riesige, wundervolle Buchhandlung entdeckt in London und es war ganz, ganz, ganz toll. Ich bin gestern wiedergekommen und ja, ich habe auch schon ein Buch gelesen davon. Also eins habe ich schon beendet. Und zwar ist es das erste, was ich mir gekauft habe. Und zwar The Elite von Kira Cass. Der zweite Band von der Selection Trilogie. Und das, ja, das Buch habe ich in London angefangen und habe es hin und wieder so ein bisschen gelesen, als wir Zeit hatten. Und auf der Rückfahrt habe ich es gelesen und heute habe ich es dann zu Ende gelesen. Und ich fand es ganz gut, aber ja, aber America, also der Hauptcharakter, ging mir immer wieder auf die Nerven und sie war viel, viel nerviger als im letzten Band, hatte ich das Gefühl. Aber trotzdem mochte ich es gerne, aber dazu werde ich euch mehr im Monatsrückblick erzählen. Ich glaube nicht, dass ich dazu noch ein extra Video mache. Dann habe ich mir gekauft The Unbecoming of Mara Dyer von Michelle Hodkin. Ja, auf Deutsch ist das, glaube ich, irgendwas mit Was geschah mit Mara Dyer oder so. Und ich wollte das auch auf Deutsch gerne lesen. Also ich wollte es sowieso lesen, das Buch. Aber auf Deutsch gibt es das ja, glaube ich, nur gebunden und für 16, 17 Euro. Und dann dachte ich mir, hole ich es mir einfach auf Englisch. Und ich finde das Cover so unglaublich genial. Also das ist richtig, richtig cool. Und irgendwie ein bisschen gruselig. Aber total genial und ich freue mich auch ganz doll drauf. Ich hätte fast den zweiten Band noch direkt dazu gekauft, aber da habe ich mich doch letztendlich gegen entschieden. Ja, weil ich weiß auch nicht. Dann habe ich mir noch Delirium von Lauren Oliver gekauft. Ich glaube, das ist eine Ausgabe, die nur in England erschienen ist und nicht in den USA oder so. Auf jeden Fall finde ich sie mega schön. Also das Cover ist richtig, richtig, richtig cool. Und das Papier fühlt sich ganz, ganz, ganz schön an. Also der Umschlag und ja. Ich wollte es schon öfter mal auf Deutsch kaufen, aber es war mir auch immer zu teuer in der gebundenen Ausgabe. Und jetzt bin ich ganz glücklich, dass ich es gekauft habe und es so hübsch aussieht. Gleich dazu gekauft habe ich mir auch noch Pandemonium, den zweiten Teil. Ich hätte mir wahrscheinlich auch noch den dritten Teil gekauft, aber den gab es nur als Hardcover da. Und da muss ich auf die Taschenbuchausgabe warten, obwohl ich glaube, dass es ziemlich schwer wird, genau diese Ausgabe von dem Requiem als Taschenbuch hier in Deutschland zu bekommen, beziehungsweise sie irgendwo zu bestellen. Und ich hoffe, das wird nicht allzu kompliziert. Aber ich habe es schon auf Amazon gesehen, dass es im September erscheint. Und ich hoffe, dass die Ausgabe bis dahin oder beziehungsweise ab diesem Zeitpunkt dann auch lieferbar nach Deutschland ist. Ich finde auch hier das Cover total schön. Und das ist einfach, oh, es ist so schön und es fühlt sich auch so schön an. Und ich finde, es sieht ganz dünn aus. Dabei zählt es auch ja über 300 Seiten, 330 ungefähr. Aber es ist auch irgendwie so dünn. Dann habe ich mir in einem anderen Buchladen, in so einem ganz, ganz kleinen, vollgestopften, mit komischen und unbekannten Büchern enthaltenen Buchladen, was auch immer, habe ich mir dieses Buch gekauft. Und zwar ist es The Great Gatsby von, wie heißt er? Ich glaube, William Fitzgerald heißt er mit Vornamen. Also William heißt er mit Vornamen und Fitzgerald. Nee, F. Scott. F. Scott Fitzgerald. F. Scott Fitzgerald. Ja. Und ja, das ist The Great Gatsby, wie ich gerade schon gesagt habe. Und zwar kommt bald der Film mit Leonardo DiCaprio ins Kino. Und ich liebe den Trailer. Oh Gott, der Trailer ist so genial. Und deswegen möchte ich das Buch unbedingt vorher noch lesen. Es ist total dünn. Es ist ganz, ganz kurz. Es hat keine 200 Seiten. Es hat 150 Seiten. Und deswegen glaube ich, dass das schnell gemacht ist. Und ja, ich freue mich ganz doll drauf. Und dann waren wir noch ein zweites Mal in meinem großen Lieblingsbuchladen in London. Aber ja, ich bin mit dem Gedanken da reingegangen, ein Buch zu kaufen, was ich noch nicht kenne, von dem ich noch nie etwas gehört habe. Das habe ich auch getan. Und zwar, ich habe mir Rise gekauft von Andrea Kramer. Und ich fand das Cover total cool. Und dabei stand auch noch ein anderes Buch. Also dachte ich, das ist ja mehrteilig und total super. Und ja, ich habe noch ein bisschen recherchiert hierüber, weil ich auch wissen wollte, dass, wie ich den anderen Teil dann bekomme und so. Und erstmal wird es voll schwer, den anderen Teil zu bekommen. Und andererseits ist das hier der zweite Teil und nicht der erste. Und die standen im Regal einfach falsch rum. Und von den Klappentexten, ich weiß nicht, ich habe den Klappentexte nicht so genau gelesen und habe es einfach nicht erkannt. Und also ich habe den Text hier habe ich gelesen, aber es hört sich absolut nicht nach einem zweiten Teil an. Und
Ich habe den vom vermeintlich zweiten Teil habe ich auch so angelesen, aber jetzt auch nicht, ich weiß nicht, es war, ach man, es ist total doof gelaufen. Und deswegen werde ich versuchen, irgendwie noch den zweiten Teil, also den ersten Teil von diesem hier zu bekommen. Was allerdings sehr schwer aussieht, da es das in Deutschland hier nicht zu haben gibt. Und dann muss ich das in England bei Amazon bestellen. Und da bin ich noch so ein bisschen skeptisch, weil ich glaube, dann sind die Versandkosten mega hoch. Und ach, ich weiß auch noch nicht. Aber ich würde es so gerne lesen. Naja, das war wohl ein Fehlgriff, aber es sieht wenigstens schön aus. Und mal gucken. Also ich, vielleicht kriege ich den ersten Teil ja auch noch irgendwann. Aber es gibt es auch schon auf Deutsch. Deswegen kann ich den ersten Teil auch noch auf Deutsch kaufen. Aber der erste Teil sieht auch so schön aus in dieser Ausgabe auf Englisch. Und ach, ich bin einfach ein bisschen hin und her gerissen. Und das ist blöd. Alles in allem war es ein ganz erfolgreicher Büchereinkauf. Und ich habe auch noch eine Kette gekauft in Camden. Und zwar ist es diese hier. Das ist dieses Harry Potter Zeichen. Und ich bin ganz glücklich, dass ich die habe. Außerdem muss ich euch beichten, dass ich es überhaupt nicht geschafft habe, in London zu filmen. Also so gar nicht. Keine einzige Sekunde. Ich habe ein paar Fotos gemacht, aber auch wirklich überhaupt nicht viele. Und die lohnen sich auch nicht zu zeigen. Und es ist einfach irgendwie blöd gelaufen. Aber naja, was soll's. Ich hatte eine gute Zeit. Und das war schön und ja. So, das war's also mit den Neuzugängen für den Monat Mai. Und ich denke, ich werde auch im Juni wieder Bücher kaufen. Aber ich hoffe nicht so viele, weil, ja, weil ich das immer hoffe. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Ciao.